So, jetzt haben wir 3 von 10 Mini-Kits. So. Ich sehe auch gerade, dass ich gleich mal kurz unterbrechen muss. Jetzt fahre ich mir nur ganz kurz. Hier links ist noch. Da oben? Ah, hier. Und hier. Die da hinten hatten wir schon. Das sind auch alle Pfeile für diesen Raum, so. Ja, jetzt dürften wir ja, glaube ich, weiter können. Ich denke mal, ich habe jetzt nichts übersehen, hoffe ich zumindest. So, ja, ich denke, für diesen Raum haben wir alles. Okay, da muss ich jetzt aber mal ganz kurz unterbrechen. Entschuldigt mich. Ich muss jetzt einfach eine kurze Pause machen. Und danach holen wir uns hoffentlich alle weiteren Minikits. Ich habe jetzt zumindest vor, möglichst immer alle Minikits in einem Durchlauf zu kriegen, weil es ist einfach, es dauert zu lange, wenn wir das Level dann nochmal spielen müssen. Okay, also ich melde mich dann gleich wieder. Bis dann. Okay, ich hatte mich vor ein paar Sekunden erst verabschiedet, aber ich kann noch ein paar Minuten. Die Teile müssen wir noch alle machen. Schon, so. Na, jetzt. Aber die dunkle Seite macht Nutzer, also die Sith, die sind schon ein bisschen bevorzugt, weil die ja auch die helle Seite quasi nutzen können, ne? Also wir können mit denen diese helle Seite Objekte und die dunkle Seite Objekte aktivieren. Schon ein bisschen unfair für die Jedis, aber naja. Einmal hier drüben und einmal hier. So, die Teile müssen wir noch aktivieren. Ja. Mit irgendeinem. Hä, du kannst mir doch nicht erzählen, dass ich keinen dabei habe, mit dem wir das aktivieren können. Außer ich habe den Charakter aus irgendeinem Grund nicht, aber können wir die Dinger nicht auch noch durch andere Charaktere aktivieren? Hä? Das wäre jetzt etwas ärgerlich, ehrlich gesagt. Ah, hier kann ich auch noch was aktivieren. Moment. Ah, jetzt sind sie wahrscheinlich erst. Oder kann ich die jetzt erst nutzen oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Boah, das ist echt ärgerlich. Wir haben übrigens dieses eine Power-Up, mit dem auch die Jedis die dunkle Seite nutzen können. So. Da ist nichts und hier können wir noch das hier aktivieren. Ups. Da geht's dann weiter. Jetzt frage ich mich trotzdem. Habe ich echt keinen Charakter, der das aktivieren kann? Habe ich den jetzt entweder nicht mitgenommen, aber er müsste mir ja automatisch die Charaktere mitgeben, die ich brauche. Oder ich besitze den Charakter noch nicht, was mich irgendwie. Ich bin der Meinung aber, dass man die Teile auch anderweitig irgendwie aktivieren kann. Das ist ja so nervig. Die Teile kann ich auch nicht. Nee. Dadurch würden dann wahrscheinlich auch die Türen hier aufgehen. Das ist echt sehr ärgerlich. Verdammt, ey. Dann machen wir die hier schnell fertig. So.
So. Hier sonst noch irgendwas? Irgendwelche Lampen? Boah, sind hier viele Pfeiler. Ist hier überhaupt irgendwas drin? Die ganzen Pfeile zeigen irgendwo anders hin. So. Hier können wir den guten Herren zusammensetzen. Oder seine Ersatzteile oder was auch immer. Ich will es gar nicht wissen. Ja. So. Dann hier drüben noch. Kommt da bestimmt wieder ganz creepy angekommen, der Grievous. Der mag, glaube ich, seinen Auftritt. Hier noch irgendwas sonst? Nee, hier zeigt irgendwie noch ein Fall nach hinten. Aber die... Jetzt ist er weg. Genau, hier zeigt noch ein Fallen, weil wir hier noch was kriegen. Oh Mann, müssen wir das Level wahrscheinlich doch noch ein zweites Mal spielen. Ach Mann, ey. Also das Spiel macht mir manchmal echt einen Strich durch die Rechnung. Finde ich echt, finde ich nicht so gut. Aber naja. Das können wir auch nichts dran ändern. Alter Schwede, diese ganzen Pfeile. So. Hier immer ankommt, ne? Wunderschön. Es ging doch irgendwie anders. Was muss ich denn machen hier, um den zu erledigen? Das war irgendwie... Und dann... Und dann... Ah, nee. Moment, Moment, Moment. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muss hier ziehen. Komplett vergessen. Komm schon. Komm schon. Mann, ich brauche einen Sitz. Jetzt wechsel mal drauf. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, ich brauche. Ja, so. Jetzt krabbelt er hier auf dem Boden rum. Der Typ ist schon strange. Okay, jetzt habe ich sogar noch ein grünes Lichtschwert dabei. Das ist natürlich nett. Ah, Moment. So, jetzt noch Grievous hier oben. Mann, jetzt! Okay. So, noch eins hat er. Und jetzt haut er wieder ab. Na dann mal hinterher, wie wir das Teil da hinten aktivieren, keine Ahnung. Aber anscheinend haben wir keinen passenden Charakter dabei. So. Aber wir könnten sogar nochmal zurückgehen. Good to know. So, whoops. Acht von zehn. Ich wollte gerade sagen, das bricht doch ein. Da drüben ist noch ein Minikit.
Sehr schön. Na super, jetzt muss ich wieder rüberfliegen. Warum müssen die auch immer in Lava sterben? Kann ich irgendwo einen Zwischenstopp machen? Hier vielleicht? Ich finde schön, wie er schreit. Oh. Ja, komm, auf dem... Ja, Mann, ey. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Der macht nämlich immer kurz vor dem... Oh, ich hasse es, wenn sowas passiert, wenn ich irgendwo hinfliege. Genau diese Situation hasse ich. Frag mich nicht wieso, aber genau das, was jetzt gerade passiert, hasse ich, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wie ich zurückkommen soll. Besonders, weil ich nicht lavaresistent bin. Nicht so weit, ich war... Aua. Ja. Warum kann ich auf diesen komischen Stein auch nicht landen? Also, die Einheit hier, die dürfte eigentlich auch nicht länger fliegen. Sogar weniger. Django hat da sogar einen ziemlich guten Jetpack. So, sonst hat auch keiner einen Jetpack. Aua. Ich hab da ein schlechtes Gefühl, ne? Warum kann ich denn auf diesen verdammten Steinen nicht landen? Boah, es tut mir leid, ich will die auch nicht... Ah, hier kann ich die Macht benutzen? Die Macht benutzen vielleicht? Ich finde das trotzdem ein bisschen gemein, muss ich sagen. Ah. Alter, sag das doch gleich, ey. Dieses Spiel, ne? Jetzt reicht wahrscheinlich die Höhe nicht. Egal, jetzt kommen wir wenigstens wieder zurück. Boah, dieses Spiel, ne? Es tut mir echt leid, aber manchmal... manchmal möchte ich es hauen. Das Spiel. Alter Schwede, ey. Jetzt hätten sie aber auch ein bisschen... Ich bin ja schon fast am Verzweifeln wieder. So... Kann ich einfach auch Jar Jar wechseln? Ja. Obwohl hier immer noch ein Pfeil zu sehen ist, aber ich glaube, der zeigt woanders hin. Ah, dann hätte ich sogar hier lang hüpfen können. Das mit den Pfeilen haben sie echt ein bisschen komisch gemacht. Moment. Hier zeigt jetzt noch ein Pfeil hin, aber da ist nichts. Das ist das Problem mit dem Detektor. Das ist manchmal echt ein bisschen sehr blöd gelöst. So, mit Jar Jar können wir hier ohne Probleme rumspringen. Moment. Kann ich überhaupt da nach drüben springen? Ja. Na, jetzt. Oder ist es der Fall, der auf dieses eine... Boah, das mit den Fallen haben sich ja echt ein bisschen blöd gelöst. Sage ich mal. Ich sag's ganz offen heraus, das hätte man echt besser machen können. Okay. Guten Tag. Hier kriegen wir auch noch eins. Aha. Aha. Ups. So, auch im Nahkampf. Zwei von zehn. Jetzt müssen wir gleich wieder gegen dieses Riesenvieh kämpfen. Ist da irgendwas? Nein. Anscheinend nicht.
Dann können wir jetzt das hier mal aktivieren. Ach, das konnten wir auch im normalen Spielverlauf gar nicht aktivieren. Ach so. Kann ich jetzt... So. Ich dachte schon. Ich glaube, das ist nicht ganz... bitte. Bitte was? Alter, bitte was? Moment, jetzt muss ich mal kurz die Musik anmachen, um zu gucken, ob irgendwie die Musik verändert wurde. Ah, jetzt hab ich... Moment. Die kenne ich noch. Die Disco-Musik aus Star Wars der kompletten Saga. Alter, wie geil. Guckt euch an, wie er abgeht. Wie der abgeht. Wie geil das ist. Guckt euch das an. Das ist ja mega. Das ist der Disco-Remix von Star Wars. Alter, wie abgeht, ey. Der macht ja den Michael Jackson. Wow, voll Einbruch gerade. Jetzt frage ich mich. Ach, da oben ist so eine Disco-Kugel. Muss ich die jetzt? Nee. Wie kann ich den jetzt angreifen? Oder muss ich erst den Strahl kaputt machen? Nee. So. Der lässt sich auch gerade nicht angreifen, ne? So. Hier ist übrigens noch ein Fall. Der Pfeil zeigt aber immer noch hier hin. Ah, okay. Ich finde es ehrlich gesagt wirklich schön, dass er hier gerade so voll am Abdancen ist. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie ich den jetzt... Ah. So, die Disco-Kugel ist ja schon mal los. Ich kann den immer noch nicht angreifen, Leute. Da zeigt auch noch ein Pfeil hin. So, bringt ja wohl nichts, wenn ich hier die Musik ausmache. Nein. Coole Disco-Lichter, Bro. Wir haben Updancen ist, ne? Besonders ohne Musik ist es noch besser. Hä, wie greife ich den denn jetzt wieder an? Bitte, Spiel. Ja. Normalerweise müsste der jetzt mit uns kämpfen, wenn ich mich nicht ganz irre. Aber ich kann nichts machen. Also so cool das jetzt auch ist, ich verstehe jetzt nicht, wie ich weitermache. Ach, der lässt uns jetzt einfach gehen oder was? Wir müssen gar nicht gegen ihn kämpfen. Ach so. Hä? Ist ja mega strange. Aber ich hinterfrag's mal nicht. Das ist trotzdem sehr merkwürdig. So. Okay. Dann das Ding hier und das Ding. Minikit Nummer 7. Oh Gott.
ist denn hier los? So. Ups. Ah, hier sind auch diese Teile wieder. Moment, ich mach den gerade mal fertig. Wir können nämlich jetzt noch den hier, genau. So, hier drüben noch ein paar Sachen zerstören. Das mache ich gerade nochmal. Das Ding brauchen wir nämlich später noch. Und dann noch diese goldenen Teile hier. Was aber trotzdem sehr ärgerlich ist. Ich weiß nicht, wie wir an dieses eine Mini... Also bei der einen Stelle scheint uns ja echt noch ein Charakter zu fehlen oder sonstiges. Komm schon. Komm schon. Ach Mann, ey, das mit dem Anvisieren ist noch sehr... sehr blöd. So, das würde ich jetzt noch gerne machen. So. Okay, manche zählen nicht. Ach, ich muss diese... Ah, deswegen, weil ich diese komischen Teile hier noch erledigen muss. Moment, dann haben wir das hier drüben, glaube ich, noch nicht gemacht. Ja. So, 8 und dann kriegen wir hier noch 1. Und das letzte ist bei diesem komischen Charakter. Ich muss jetzt aber wieder unterbrechen, wie gesagt, ich konnte jetzt nur kurz weiterspielen. Das Minikit sollten wir noch kriegen und das letzte, das müssen wir dann leider wahrscheinlich nochmal holen, was ein bisschen ärgerlich ist, aber das Level ist, glaube ich, nicht so lang. Wenn ich hier durchrushe, dann kriegen wir das hin. Gut, also ich melde mich gleich wieder. Bis dann. Au.